Auftakt, Spitzenspiel der siebten Runde. Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz und Red Bull Salzburg, die haben einiges gut zu machen nach der letzten Runde. Und das ist natürlich jetzt hier der perfekte Auftakt. Sercan Karal mit dem ersten Treffer. TT schiebt den Ball zum 1:0. So hat man sich das bei Salzburg sicherlich erhofft. Und der Druck erweitert. Sehr, sehr hoch. Nächste Aktion, Volley am Ende der ersten Halbzeit. 2:0. Und besser kann man natürlich nicht in die Halbzeit gehen. Wir sind am Ende der zweiten und wir sehen, dass Sturm Graz weiterhin Druck macht. Gut, man kann aber erst in der 88. Minute mit dem ersten Treffer den Anschluss erzielen. Rein geht es in Partie Nummer 2 und da erneut eine frühe Führung und diesmal ist es aber Islamovic, der den Treffer macht und somit führt Sturm Graz nach 29 Minuten. Wir sehen das hier mit 0:2. Er hält seine weiße Weste sauber. Ist es der siebte Sieg im siebten Spiel. Erneut sehr, sehr viel Druck und Meierhofer findet keine Lösung. Findet kein Mittel, sich durchzusetzen. Auch hier wieder sehr, sehr stark verteidigt von Sturm Graz. Nächste Aktion, Einzelaktion, guter Konter. Und dann sehen wir mit Glück, und es kann Islamovic nicht mal glauben, dass der Ball reingeht. Freut sich da und geht da in Richtung siebten Sieg. Mit dem vierten Treffer macht das dann wirklich klar. Und somit holt man bei Sturm Graz die ersten drei Punkte in dieser Partie. Und man macht auch weiter. Wir sehen es, direkte Abnahme, Volley. Und es ist Rezalav, der sofort da ansetzt und weitermacht, wo Islamovic aufgehört hat. 0:2 nach 27 Spielminuten. Frustrierte Salzburger können aber noch ausgleichen auf das 1:2. Beziehungsweise wir sehen es, auf das 2:2 in Halbzeit 1 gehen. Trotzdem weiterhin der Druck hoch und die Chancen da. Am Ende sehen wir es mit dem 2:3. Trennt man sich am Ende 3 Punkte für Salzburg und 6 für Sturm Graz.